Tesla. Yeah, hit it lick, make a band. Yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Hey, gangsta, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge Ark Overall X. Hier geht's heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, hey, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positive Werte, Leute. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, hey, das wäre noch viel lieber von euch. Hey, hey, hey. So, erstmal, Leute, vielen lieben Dank für den ganzen Support auf den ganzen Folgen. Letzte Folge wieder 500 Likes, vielen lieben Dank dafür. Würde mich sehr freuen, wenn wir das natürlich wieder knacken, Leute. Und ich habe natürlich die Dinos benannt. Ich halte mich ja an meine Versprechen, das mache ich ja immer. Hier haben wir erstmal Cheetah 12 Hero für den Agentavis Pikmin oder wir hier einmal Lennox für den Jabor. Wenn ihr auch ein Pikmin sein wollt, ich habe hier noch genug im Inventar und ich habe noch ganz viel andere Scheiße im Inventar, das muss ich euch gleich jetzt mal erklären. Hier, ich werfe wieder zwei Pikmis hin oder auch nicht. Wo sind meine anderen Pikmis? Hier, Kairoku-Pikmi, wer will ein Kairoku-Pikmi sein? Und eigentlich habe ich hier oben im Schrank auch noch welche, so die nehmen wir hier auch mal eben raus, zack, klauen wir uns hier noch ein, werfen den noch dazu, mal gucken, was das für einer ist. Und dann könnt ihr einmal einen Namen in die Kommentare schreiben und ich suche mir dann wieder zwei Leute raus und die können wieder ein Pikmi sein. So, oder den könnte ich eigentlich auch rauswerfen. Egal, wir werfen jetzt den raus. Das ist Duidikos. Großartige Auswahl auf jeden Fall, Leute. Könnt euch zwischen den beiden entscheiden. So, erstmal. Ich habe gestern eine Folge ausfallen lassen, habe es leider zeitlich nicht geschafft aufzunehmen. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich seitdem zweimal gestreamt habe. Und in den Streams habe ich sehr, 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 sehr viele Sachen geschafft, die ich vorher nie geschafft habe, weil wir da halt immer zu zweit unterwegs sind. Und mit Hilfe ist das Ganze ein bisschen leichter. Von daher, ich werde euch jetzt ganz viele Sachen aus dem Stream einblenden. Tut mir leid, dass ich das jetzt ein bisschen machen muss, aber für die Leute, die nicht im Stream dabei waren, müssen zumindest wissen, was da so halbwegs passiert ist. Und ich hoffe, dass ich das alles wieder finde. Ich kann gut vor denen wegkommen. Der hat mir fast den Arsch angezündet, aber das geht klar. Okay, aber ich glaube, ich könnte hier sogar so ein bisschen tanken. Sagt er und kriegt auf einmal richtig Schaden rein. Alter Schwede. Du machst das schon. Ich hab ihn mal getroffen, das ist ja schon mal was. Oh, der hat noch 5k. Ich gehe rein. Alge. RIP in 3, 2, 1. Oh, nee. Juri, ich wünsche dir ganz viel Spaß, ja? Lass mich mal wieder hören, Mann. Die Spinne. Was ist Spinne, Spinne? Da unten im... Oh lol, in dem Gitter. Willst du mal versuchen zu schießen? Jo, wenn du stehen bleibst. Okay. Oh, das hat geklappt. Oh, du hast doch eingeschossen, lol. Okay, flieg! Oh. Hä? Ah, okay. Oh, doch, okay. Die oh, wow! Lol! Triple Shot. Oh, da ist ein Ancient Scorpion Prime Summoning. Ey, Raggi, das machen wir jetzt immer so. Was zum Teufel? Alpha! Sicht! Also haben wir den Peter Nolan doch geopfert, so wie es geplant war. Sag mir nicht, das klappt. Sag mir nicht, das klappt. Hat das geklappt? Was ist passiert? Ja, dann warten wir beide die ganze Zeit, dass einer das Ei rauswirft. Ich hab's jetzt rausgeworfen. Hier, wär lieb, wenn du dem Essen gibst. Okay, bist du ready? Jo. Okay, ich auch. Denke ich. Danke, Matti. Die ist genau an die Kante vorne gehauen. Ich wollte die so richtig so knapp wie möglich über diese Kante schießen, damit ich dachte, der trifft so, weißt du? Getroffen hat sie. Ja. Komm, es in anderthalb Minuten wieder. Ich versuch's. Aber... Also einen hat er, glaube ich, abbekommen. Der ist auf dem Weg hierher, glaube ich. Der ist aber tot. Ja, er ist tot, ja. Getötet habe ich ihn. Inventar habe ich gerade geguckt. Leute, ich habe 9 Dockswände bekommen. Summon Lava Drake? Was? Hellhorse? LOL. Dodo Wyvern, Dodo Wyvern, Dodo Wyvern, Poison Wyvern,
Wo ist der Drache hin? Es passieren Dinge, die keiner versteht. Das ist wie ich so. Schwierig. Das ist doof. Das ist super doof. Ist sie vielleicht noch hier und backt rum? Nee, auch nicht. Ich bin so verwirrt, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie verwirrt ich bin. Und auf jeden Fall kann ich euch schon mal zeigen, Leute. Wir haben einen Feuermantikor. Der ist hier. Wir haben einen komplett durchentwickelten Feuermantikor. Oder auch nicht, den kann ich hier nämlich nicht setzen, weil noch ein Deathwurm unter der Base ist, muss ich euch gleich auch noch zeigen. Ja, hier der Kollege hier sieht genauso aus wie vorher, ist aber super nobel und super, super stark, zeige ich euch nachher noch. Dann haben wir noch was, nämlich habe ich einen Prime Wyvern komplett durchentwickelt. Die sah super schnieke aus, ich habe keinen Plan, wo die hin ist. Die ist einfach verschwunden, von einem auf anderen Moment. Ich bin durch die Base gelaufen, das war ein Baby, das war am Auswachsen, ist einfach auf einmal verschwunden. Frag mich nicht, habe ich noch nie gehabt sowas? Ich habe schon unter der Erde geguckt, ich habe übergeguckt. Ist einfach weg, apropos unter der Erde. Da ist auch unser Deathwurm und den kriegt er auch nicht wieder weg. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich mache mal hier den Move, den Cheater-Move. Und dann gehen wir hier einmal drunter. Und dann seht ihr, dass hier der Deathwurm ist. Und ich kriege ihn einfach nicht wieder drunter weg. Und der sieht unter der Erde super, super komisch aus. So, dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben Megas gekillt und das nicht zu wenige. Und davon haben wir coole Sachen bekommen. Nämlich zum Beispiel eine Prime-Biene. Die werden wir heute testen. Dann ein Prime-Hellhorse. Das werden wir auf jeden Fall testen. Ich wusste nicht mal, dass man den als Summoner bekommt. Super, super krass. Dann habe ich noch so ein Duidikos bekommen, den nehmen wir, glaube ich, auf die Schulter. Und dann doch gleich das Wichtigste, wo ich am meisten überrascht war. So, das hier ist ein Kronen-Duidikos, den nehmen wir mal auf die Schulter, weil die machen einen richtig stark. Oh, ich muss so viel sagen, Leute. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Dann haben wir hier nämlich ein Lava-Dragon. Wo ist das Ding? Da. Summon Lava-Dragon. Ah, da steht nicht, dass der tamed ist. Oh mein Gott, das sollte ich vielleicht nicht in der Base machen. Oh, crazy. Ich dachte, der wäre vielleicht tamed. Vielleicht ist der gar nicht tamed. Okay, dann gehen wir damit mal ganz, ganz, ganz fix hier weg. Und machen das vielleicht vorne und spawnen die da immer. Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, wir packen unseren super neuen Duidikos Lord mal wieder ein, den wir gerade bekommen haben. Nämlich will ich nicht, dass der gleich drauf geht, was durchaus... Was ist mit dir? Passieren könnte. Ich bin nämlich gespannt, was das ist. Ich habe null Plan. Was ist ein Lava-Drake? Kein Plan. Magmasaurus? 49 Schaden? Lava. Drake? Der Schatten war so close über mir, oder? Das sah so aus, als wenn der direkt über mir fliegt. Oh, dann halt mal ein bisschen Abstand, Brudi. Hier habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, der ist aber riesengroß, oder? Sind Magmasaurus so groß? Der kommt jetzt übel groß vor. Oh, wow. Ich wollte gar keinen Stein fahren. Ich wollte dem Dillo eigentlich eine rüberbügeln. Okay. Ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, das wäre ein super cooler Lava-Drache. Aber, ja. Ich habe keine Metallbahn, um zu spitten. Schade, habe auch keine dabei. X-Angriff, hat er sowas? Oh, da ist ein Rex, mit dem sollten wir uns vielleicht nicht unbedingt anlegen. Okay, normaler Parasaurus irgendwie, denke ich. Übrigens, meine Parasaurus muss ich euch auch noch zeigen. Sind sie nicht süß? Die sind übel süß. Egal, was ihr sagt, ich finde sie übel süß. Das ist ein Pärchen. Warum fliegt der Rodan so weit unten? Da traue ich mich gar nicht, meine Sache hier rauszuholen. Nämlich haben wir noch die Biene. Hier, Biene, du bist dran. Kann man wahrscheinlich fliegen, die ist schon ziemlich fett, ne? Oh mein Gott, die kann man reiten. Und ich glaube, ich habe für die sogar einen Saal. Rodan, bitte komm nicht her, ich habe Angst. Das ist der Rechtsklick. Der Rechtsklick macht Bienen, denke ich, oder? Hä, habe ich gerade irgendwas gesehen? Okay, vielleicht auch nicht. C-Angriff macht... Das macht Bienen. Ah, das ist Bienen, ja, Bienen greift an. Angriff, wie seid ihr stark? Ich hoffe, ihr seid so stark, wie die anderen das vorher auch waren. Die sind schon stark und die sind ziemlich schnell. Holy. Hat der einen X-Angriff? Hat er auf dem Boden einen X-Angriff? Diesmal will ich alles austesten. C-Angriff auf dem Boden hat er nicht, X-Angriff auf dem Boden hat er nicht. Der Rechtsklick, ich habe keinen Plan, ob er Schaden macht. Ah, die Biene ist schon ziemlich fresh, oder? Die finde ich echt nice. Also, der Sound ist ein bisschen nervig auf Dauer, aber... Oh, what? 40 Schaden? Was ist das denn, Bruder? Warum machst du so wenig Schaden? Machst du mit links... Oh, mit Linksklick macht er 1300, das macht gar keinen Sinn. Warum macht der Rechtsklick so wenig? Also kann ich zumindest neue Brudis ranrufen. Brudis, oder nicht? Doch. Angriff! Holz den weg! Okay, die sind auch ein bisschen verloren, ne? Hallo, ich habe gesagt Angriff. Ach, jetzt habt ihr es auch mal gecheckt. Okay, die Biene ist ziemlich, ziemlich cool. Aber wir haben noch was im Angebot. Wir haben das Hellhorse im Angebot. Und das ist ziemlich crazy, hoffe ich. Also, so wenn man die im Wild trifft, sind die sehr, 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 sehr stark. Von daher hoffe ich, dass die so auch stark sind. Hier, den packen wir mal wieder ein, den Brudi. Der ist aber echt cool. Die Biene ist nice. Die werden wir wahrscheinlich öfter mal benutzen. Vor allem ist die relativ schnell. Dann, Griffin nicht, Skorpion nicht, davon haben wir auch ein zu Hause stehen. Die habe ich auch noch nicht gezeigt, aber der ist auch nicht so cool. Alter.
Alter. Was zum Teufel? Du bist übel hässlich. Das tut mir leid, aber du bist echt ein bisschen hässlich. Das ist der Rechtsklick, das ist ein normaler Tritt, wie beim Pferd sonst auch. Linksklick ist so ein Biss. 5000? 5000 vom Start mit einem normalen Angriff. Ich muss mit dem Tritt mal testen. Hoffentlich ist der Tritt richtig stark. Holy, wir haben so gute Sachen bekommen in letzter Zeit einfach. Aber es wurde auch mal Zeit, weil wir sind nicht so heftig vorangekommen. Vor allem der Manticore war auch nicht so stark, wie wir erwartet hatten. Aber was mich auch viel, viel stärker macht, was ich so ein bisschen vergesse ab und zu, ist, dass ich erstens neue Handschuhe habe und diese Handschuhe bringen 25% mehr Schaden. Das macht dann natürlich schon viel, viel stärker. Und der Duidikos dürfte eigentlich auch Schaden geben, wenn ich mich nicht irre. Wir werfen den mal wieder auf die Schulter. Oder ein Brudi bleibt mal weg. Ich glaube, der gibt auch ein bisschen mehr Schaden. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt machen. Ich glaube, der hat den Buff noch nicht bekommen. Auf einmal mache ich 4000. Ja, das ist schon wieder ein komischer Prank. So, jetzt haben wir den Buff aber drauf. 5300. Oh, gibt der nur Defense? Der gibt nur Defense. Okay, da habe ich gelogen. Sorry, Leute. Ja, okay, man muss auch mal lügen können. Oh, da oben ist ein Golem. Das ist kein netter. Geht der schon auf mich? Oh, ich muss los. Oh, ich muss los. So, wir sind an einem besseren Ort. Jetzt werden wir das Ganze nochmal in Ruhe testen. X-Angriff. Hat der einen? Oh mein Gott, der hat sowas von einen X-Angriff. Der hat sowas von einen X-Angriff. C-Angriff, ist das irgendwas? Oder macht er nur das? Ich glaube, da kommt noch nichts oder so. Mit jetzt oder so auch nicht? Okay, dann hat er nur einen X-Angriff. Also der sieht ziemlich crazy aus. Und den kann man ziemlich oft machen? Oder auch... Huh. Irgendwie ist er komisch zu treffen. Das Vieh ist schon nice. Ich glaube, ich gehe schnell ausleveln, Leute. 14.000 sehe ich da gerade. Was? Hey, er ist ausgelevelt und der macht 3600. Was? 3600? Werde ich hier gerade gescampt? Ich habe vorhin schon 5000 gemacht. 14.000? 14.000 denke ich. 3000 kann ja nicht. Ich habe vorhin 5000 gemacht. Ich hab richtig viel. Oh. Oh. Und die kann man relativ nacheinander machen. Junge, sieht der. Wow. Wow. Pferdchen, die finde ich gerade ganz schön sexy, muss ich ehrlich sagen. Und das hat die sogar getroffen? Hallo, Wyvern. Ich will einmal, dass ihr alle aggro werdet. Da hätte ich gerade Bock drauf. Ja, komm mal her, komm mal her. Ich reite mal ein Stück weg. Ich habe recht viel Movement Speed geskillt und ich habe 100.000 Leben auf dem. Aber der hat auch keinen Seil. Das wollte ich auch nochmal kurz festhalten. Von daher, schwierig. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht mal wenig. Schieß einfach auf den Boden. Tot. Okay, nicht immer tot. Weil ich muss aufladen. Mach den wieder jetzt. Okay, tot. Alles tot. Wenn es eine Sache gibt, die ich letztes Stream gelernt habe, dann ist das, Mega-Dodo-Rexe geben auch Mega-Loot. Also werden wir jetzt den Mega knechten, glaube ich. Hoffentlich. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich hab die Walker-Lausche alle unten drin, also ich weiß schon wie. Aber, Mr. Manticore, bitte lassen Sie mich kurz in Ruhe. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Also wir werden sterben. Wir werden sehr wahrscheinlich sterben, aber das ist okay. Oh mein Gott, der rennt da hinten ganz hin. Warum das denn jetzt schon wieder? Mein Junge rennt doch nicht vor mir weg. Ich kann verstehen, ich bin auch von dem Jungen mit 6 Walker-Lauschern da unten. Nee, ich habe nur 5, okay, kann ich verzählen. Wegrennen, aber... Oh nein, und wie weit... Bruder, wir können darüber reden. Und dann muss ich an den ganzen Nestern vorbei. Und dann sind wir alle Drachen-Aggro. Und dann kann ich nicht zu Fuß unterwegs sein. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich habe den Duidikos nicht mehr auf der Schulter. Ich habe nicht aus Fehlern gelernt, ja. Ich habe mich nämlich schon mal hochgejagt mit einem Pikmi auf der Schulter. Das war nicht meine beste Idee. Oh, Drache, hey, na, öfter hier? Okay. So, das wird großartig, Leute. Das wird absolut großartig und easy. Soll ich einen Teleporter aufstellen? Auf jeden Fall. Oh, Indominus, jetzt wo ich es gerade sehe. Ich habe auch noch einen Indominus Rex im Inventar irgendwo. Die habe ich auch noch gezähmt. Und die haben wir auch noch nicht getestet. Die habe ich ganz vergessen da, weil das ein Fragezeichen ist. Ist mir das gar nicht aufgefallen. Habe ich einen Teleporter? Ich habe keinen Teleporter mehr. Ich port mich aber schnell nach Hause und hole einen Teleporter. Port mich wieder her, stelle ihn hier auf und dann machen wir Dodo Rex Action, würde ich sagen. Okay, ich habe mich wieder hergeportet und der steht fast direkt neben mir. Okay, noch besser. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Teleport habe ich gecraftet. So, die sind hier. Was ist hier noch so? Muss ich irgendwie Angst haben? Nö, sieht eigentlich ganz chillig aus. Ein paar Ankylos. Dodo Rex. Und dann geht's rein in die Olga. Ich bin hyped.
Holy shit, ich bin hyped. Wir können da so krasse Sachen bekommen. Da habe ich nämlich das Pferd von bekommen. Und das wäre schon ziemlich, ziemlich sexy, wenn wir noch mehr davon bekommen würden, von solchen krassen Sachen. Ich weiß nicht mal, was es doch alles gibt. Das kommt, hey, meine Paare, sie stehen da vorne aus der Front. Passt auf euch auf. Er kommt lieber einen Schritt zurück. So. Oh, ist das stark auf mich? Nein, oder? Der mag nur die Möwen nicht so gerne. Kann ich verstehen, ich mag die auch nicht so gerne. Okay, ich darf nichts Falsches drücken. Zack. Dann 4. Dann 6. Dann 7. Dann tot. Ah, ich habe ihn gut erwischt, glaube ich. Aber wenn ich mich wieder hinporte, ist er direkt wieder aggro. Könnte sein. Oh, what? Ich bin doch nicht von meinem Rocket Launcher draufgegangen. Ich habe eine Minute Cooldown. Das ist nicht so cool. Der heilt bestimmt in der Zeit. Aber wir treffen uns gleich wieder da. Hey, hey, nächste Runde habe ich gehört. Das wird ein Spaß. So, wollen wir wieder rein? Ich bin... Oh mein Gott, ist irgendwas neben mir, was mich angreifen will? Böser Golem. Was ist das für ein Teleporter? Hä, habe ich den nicht Dodorex genannt? Habe ich den doch nicht benannt? Habe ich reingeschissen? Ist das der richtige Teleporter? Hat er den Teleporter weggebombt? Oh nein, der hat den Teleporter weggebombt, oder? Wir werden gleich sehen, wo wir landen. In der Wüste. Und zwar ziemlich falsch. Ja, dann muss ich da erst wieder hin. Verdammt, der hat meinen Teleporter weggebombt. Warum macht er diesen? Oh, lass mir doch das Einzige, was ich noch im Leben habe. So, ja, ich flieg mal nackt da wieder hin. Das wird großartig. Wo kommt der Affe neben dem Dodorex auf einmal her? Warum ist hier auf einmal ein Affe? Hä? Megapithecus? Warum? Wer hat den denn jetzt dazu eingeladen zu der dicken Party? Oh, der heilt ganz schön viel. Suicide Bomber geht los. Wuhu! Und go! Oh mein Gott, das wird großartig. Oh ja, das wird so großartig. Oh, Viper, du wirst auch sowas von leiden. Treffen die? Oh Junge, das wäre zu sexy. Ich, oh, die eine hat getroffen, die hat auch getroffen. Down! Ich bin ja der beste Spieler in ganz Ark. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein Lügenbold. Oh, wie er fliegt. Ja, ich würde auch wegfliegen, Bruder. Ich habe dich absolut aus der Luft weggebombt. Oh, der Affe ist auch ein bisschen sauer anscheinend. Ich sehe nicht mal einen Affen. Der Affe ist da hinten. Warum fliegen hier Steine? Ja, beim Peter Nolan hole ich später wahrscheinlich wieder. Erstmal Loot. Loot geht vor, okay? Oh. Muss los. Hat deine Alus nicht jetzt? Och, Mann. Warum denn? Hey, na? Peter Nolan lebt sogar noch. Ziemlich, ziemlich nice. Ja. Ich habe noch nicht so ganz einen Plan für diese ganze Situation hier. Ich weiß nur, dass ich nicht unbedingt irgendeinen Manticore rausholen will dafür. Weil der dahin, obwohl der ist ziemlich weit weg, ne? Die Frage ist, was macht der andere Heini da, der Kleine? Kann man den wegböllern oder böllert der einen möglicherweise weg? Weil alles andere ist halt super easy. Alles andere ist super, super easy. Ach, will ich wirklich für meinen Manticore riskieren möglicherweise? Aber wenn, dann hole ich den Duidikos auch raus. Weil der hat zumindest so ein Damage-Dings. Death Boost, ja genau, das wollte ich sagen. Deutsch ist heute echt schlimm bei mir. Bitte ignoriert das einfach. Eis oder Feuer, wen könnte ich eher entbehren? Ich glaube, den Eis könnte ich eher entbehren als den Feuer. Der Feuer macht, glaube ich, mehr Schaden. Von daher, ja, wir denken es mal drauf an. Hier, du bist dran, Icy, na, alles klar. So, und Duidikos, den wir bekommen haben. Wo ist der, Brudi? Wie bin ich aber so blind? Da, das müsste er sein. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist. Sind meine Handschuhe heile? Ja, die Handschuhe sind das Wichtigste. Ich bin bereit. Vielleicht ignoriert uns der Affe auch. Vielleicht haben wir auch Glück. Junge, das war schon mal nice. Der Mega-Affe ist nicht in der Nähe. Da können wir den hier auch so wegböllern. Ich glaube, wir können so ans Loot, oder? Sieht zumindest ganz gut aus. Hallo, du musst doch eben weg. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass du hier bist. Sorry. Okay. Vielleicht kommt hier ein Deathwurm. Ich sehe schon irgendwie irgendwas Komisches. Kommt hier gleich wieder. So. Der Duidikos auf meiner Schulter gefällt mir gerade. Auch nicht so gut. Okay. Wieder Lava Drake. Chris, ihr Corruption Crystal. Ich weiß noch nicht genau, weil da steht drin. Warte. Wir packen erstmal alles weg, bevor wir jetzt gleich wieder drauf gehen. Ich kenne mich ja. Ich sterbe öfter mal. Da steht aber bei der Entwicklung für den Ferox brauchen wir, glaube ich, ein Corruption. Nicht Crystal, sondern irgendwas anderes. Wir gucken uns das gleich an. Vielleicht können wir unser Ferox entwickeln. Ich glaube aber nicht. Wenn man den halben Tag seinen Ferox sucht und er ist ja einfach im Schlafzimmer. Ferox, warum bist du im Schlafzimmer? Was machst du hier? So, komm mit.
Brudi, wir müssen euch was testen. Im Buch, ich habe gerade im Buch nachgeguckt, da steht Prime Ferox Kopf braucht man, aber wir brauchen. Was war es noch? Warte, wir gucken nochmal nach. Wir gucken zusammen nochmal nach. Ich bin nämlich viel zu blöd, um mir das zu merken. Ferox Kopf? Was war es noch? Noch irgendeinen komischen Kopf. Und dann war es auf jeden Fall statt der Corruption Stone und nicht Crystal. Von daher weiß ich halt nicht, ob das zählt, ob der Crystal als Stone zählt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwas anderes. So, Ferox. Und dann brauchen wir einen Yeti-Kopf. Yeti, Ferox und Corruption Stone. Wir werden es trotzdem testen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es klappt. Haben wir überhaupt einen Yeti-Kopf? Ich habe keinen Plan. Yeti. Ja. Apex Yeti Prime. Apex Yeti? Ist das der richtige? Ich habe keinen Plan, welcher der richtige ist. Wir nehmen einfach den mal mit. Und dann Ferox-Kopf. Und dann haben wir noch unseren Kristall. Davon haben wir auch 3 Stück. Und wir sind einfach reich, ne? Leute, wir sind einfach komplett reich. So. Zack. Ja, Ferox, mich würde es freuen, wenn du dich entwickelst, aber ich habe nicht so ganz viel Hoffnung. Du bist super süß, aber es wäre auch cool, wenn du stark wärst, weißt du? Okay. Probieren wir es. Den Kopf und den Kristall. Als ob. Als ob. Ich habe da null mit gerechnet, ehrlich jetzt. Ich dachte nicht, dass es klappt. Weil Corruption Stone ist für mich nicht Corruption Crystal, okay? Das sind für mich wirklich verschiedene Sachen. Junge, ich bin so happy, was? Hä, das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Ist der wohl stark? Ich hoffe, der ist stark. Hey Leute, nur mal so zwischendurch. Falls ihr euch selber mal so einen machen solltet und ihr denkt, 5 Movement Speed ist eine gute Zahl. Ist es nicht. Ist es echt nicht. Das ist viel zu komisch. Das ist viel zu schnell. Ist es bei Ferox nicht so, dass je öfter man springt, desto weiter springen die? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das war so. Da springen wir, weil wir springen jetzt schon übertrieben weit. Ich sollte mit dem nirgendwo reinspringen. Fällt mir gerade mal so auf. Ich habe noch gar kein Leben gelevelt. Aber das sieht doch nicht so aus, als ob ich da jetzt so der Meisterspringer bin gerade. Ja, ich level Leben und Schaden und so. Leute, ich habe gerade noch mal was nachgelesen. Nämlich steht in dem Buch, dass wenn man so Corrupted Stone, und ich hatte noch einen zu Hause, unten in die Toolbar packt, dann kriegt der noch mal 10% weniger Schaden und macht 10% mehr Schaden, glaube ich. Zumindest habe ich das so verstanden. Steht da unten, glaube ich. Ja. Und irgendwas mit N halten to switch tools? N halten to switch tools, ist das? Nein, das klappt ja gar nicht. Oh, hä? Hä? Ach so, das ist von S+, das ist gar nicht von dem Corrupted. Oh Mann, jetzt wurde ich geprankt. Okay, ich habe mich gerade voll gefreut. Ich dachte, der kann doch irgendwas super, super cooles. Aber wie viel Schaden machen wir jetzt? Der ist ausgelevelt übrigens. Das ist ziemlich wenig. 5000? Rechtsklick? 7000? Jetzt ehrlich? Wollt ihr mich flachsen? 14.000? Das sieht schon... Oh, ich habe einen Pikmin getötet. Ist das schlimm? Kommt jetzt so ein komischer Affe? Ich würde es fast feiern, wenn so ein Affe kommt, weil den würde ich gerne mal knechten. Okay, also er macht nicht so krasse Schaden, aber was ich auch gerade noch gelesen habe, ist, dass man den nochmal weiterentwickeln kann und dann wird das der Reaper. Dafür muss man aber gegen den Mega-Reaper gewonnen haben, weil von dem kriegt man den Kopf, den muss man da reinmachen. Und dann braucht man noch irgendwas Krasses, was wir auch noch nicht haben. Von daher, Mega-Reaper ist noch ein bisschen weit weg, aber ich glaube, wenn wir mal... Ja, sieht man öfter. Wenn wir mal einen Mega Reaper sehen, würde ich mich dran trauen und versuchen, den irgendwie hochzujagen, okay? Und dann wäre ich auf jeden Fall mehr als bereit, den Ferox hier nochmal weiter zu entwickeln. Das ist halt so schnieke, Alter. Ich freue mich heftig, dass wir es überhaupt geschafft haben. Wir müssen den nur am Leben erhalten. Darf nicht drauf gehen, dann darf nichts mehr passieren. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi.